Zukunft braucht Herkunft, verwurzelt in Gottes Geschichte. Ich beginne mit einer persönlichen Einleitung. Erst im zunehmenden Alter wurde für mich persönlich bewusst, was meine persönliche Lebensgeschichte bedeutet, die Wurzeln, aus denen ich hervorgegangen bin. Vor etlichen Jahren wollte ich noch zusammen mit meiner Mutter und weiteren Menschen dieser Generation versuchen, einen Stammbaum zu machen, und leider war ich zu spät dran. Es ist nichts daraus geworden, wobei es wäre auch kompliziert gewesen, denn meine Großeltern väterlicherseits, das waren 18 Geschwister. Und das hätte schon einiges an Arbeit gekostet. Aber Dinge, die mir zunehmend durch den Kopf gehen, ist die Bedeutung des Ortes, an dem ich geboren bin, die Zeit, in der ich geboren bin, die Eltern, durch die ich geboren bin, die Gemeinde, in die ich hineingeboren bin. Und jetzt habe ich bewusst lauter Dinge aufgezählt, für die ich nichts kann. Und darauf werden wir auch nachher, wenn wir die großen Linien noch bedenken, stoßen, dass viele Dinge in unserem Leben sind uns durch die Geschichte vorgegeben. Und unser Spielraum ist kleiner, wie wir oft denken. Das war eine persönliche Vorbemerkung und auch vielleicht, wer es noch nicht getan hat, einfach eine Einladung, darüber mal nachzudenken. Mir hat es unglaublich viel gebracht, über die Wurzeln meines Lebens, meiner kleinen Geschichte nachzudenken. Aber jetzt steigen wir ein in die großen Linien. Und da ist ein erster Punkt, die Geschichte als Grundkategorie unseres Lebens. Die Geschichte als Grundkategorie unseres Lebens. Und das beginnt ganz vorne in der Bibel bei der Schöpfung. Die Geschichte ist ein Geschöpf Gottes. Das wird mit dem ersten Wort der Bibel deutlich. Am Anfang ist ein Geschichtsbegriff. Die Schöpfung wird beschrieben in einer Abfolge von Tagen, Tag und Nacht, 7 Tage. Das ist Geschichte. Und Gott schafft in der Geschichte aktiv. Gott schafft nicht nur am Anfang die ganze Welt, Himmel und Erde, alles, sondern er schafft in der Geschichte weiter. Wir werden da noch einige Aspekte kennenlernen. Und das, was Gott in der Geschichte tut, das bezeichnen wir ja, und ich wurde nach dem Pietismus gefragt, ja auch im Pietismus als Heilsgeschichte. Und in diesem Begriff steckt schon drin, dass Gott auf eine Zukunft hinarbeitet, auf eine Vollendung, auf ein Ziel. Er überlässt diese Welt, die ja seine Welt ist, die er geschaffen hat, nicht einfach sich selber, sondern er hat mit ihr ein Ziel, er ist mit ihr auf dem Weg. Und so lernen wir dann die Geschichte kennen als ein von Gott geprägte und getriebene Geschichte auf sein Ziel zu. Ein weiterer grundlegender Aspekt: Die Geschichte ist eine Grundkategorie der Bibel. Die Geschichte ist eine Grundkategorie der Bibel. In beiden Evangelien sind die Anfänge, Entschuldigung, in beiden Teilen der Bibel, Ate und Ente, sind die Anfänge, große Teile, durch Geschichtsdarstellung geprägt. Das gilt zunächst für das Alte Testament. Die Bücher 1. Mose bis Esther sind im Grund an geschichtlich Darstellung orientierte biblische Bücher. Und es ist im Blick auf das Alte Testament über die Hälfte des Alten Testaments. Und wir erleben hier eine fortlaufende Geschichtsdarstellung von der Erschaffung der Welt bis etwa in die Mitte des 5. Jahrhunderts. Also ein langer Zeitraum, die Darstellung ist nicht für alle Epochen gleich, hier gewichtet die Bibel selber,
Aber die Bibel ist in ihrem Grundaufbau geschichtlich orientiert. Und das gilt dann im Neuen Testament von den Evangelien und von der Apostelgeschichte. Das ist die Basis. Geschichtlich orientierte, Geschichte darstellende biblische Bücher. Und das gilt jetzt ja nicht nur für diese Bücher. Die Prophetenbücher im Alten Testament sind fast alle, mit wenigen Ausnahmen, bestimmten Zeiten und damit bestimmten Situationen, bestimmten geschichtlichen Situationen zugeordnet. Und dasselbe gilt im Neuen Testament von den Briefen. Natürlich vom zeitlichen Umfang, ich habe schon darauf hingewiesen, deutlich weniger zeitlich umfangreich wie im Neuen Testament. Aber trotzdem haben wir diese Zuspitzung auf bestimmte geschichtliche Situationen. Und so ist eben der Korintherbrief an die Gemeinde in Korinth gerichtet und hat deshalb auch andere Themen, die behandelt werden, wie etwa der Römerbrief oder andere Briefe. Die Geschichte ist eine Grunddimension der biblischen Darstellung. Nun eine weitere Überlegung. Warum ist die Geschichte für die Bibel und damit für den Glauben so wichtig? Ich habe es schon angedeutet, weil Gott in der Geschichte handelt. Er handelt in der Geschichte, er schafft in der Geschichte, die Schöpfung geht in der Geschichte weiter und er spricht hinein in die Geschichte. Es gibt ja philosophische und theologische Ansätze, die sagen, Gott hat sich nach der Erschaffung der Welt in den Himmel zurückgezogen. Er gab Naturgesetze und nach denen läuft die Geschichte ab. Aber Gott ist nicht mehr aktiv. Also er ging nach der Schöpfung in Ruhestand. Natürlich ein langer Ruhestand, aber ich halte diese Lehre, diesen philosophisch-theologischen Ansatz für falsch. Denn Gott handelt in der Geschichte und er spricht hinein in die Geschichte. Und das, was Gott in die Geschichte hinein spricht und tut, ist bezeugt durch die Bibel. Dies ist der Anspruch der Bibel. Eben die Darstellung der Geschichte und gleichzeitig die Deutung der Geschichte. Darstellung und Deutung gehört immer zusammen. Es gibt keine Darstellung der Geschichte an sich. Es gibt keine Darstellung der Geschichte, die nur Fakten beschreibt. Das wäre ja überhaupt nicht denkbar, da wären ja die Bücher wirklich nicht zu fassen. Schon die Auswahl dessen, was man darstellt, ist Deutung. Und jetzt ist der Anspruch der Bibel, dass Geschichte dargestellt und gedeutet wird im Sinne und im Geist Gottes. Das ist ein ganz hoher Anspruch. Denn es gibt unzählige Deutungen von Geschichte. Es gibt atheistische Deutung, es gibt feministische Deutung, es gibt kapitalistische Deutung, es gibt marxistische Deutung und, und. Der Anspruch der Bibel ist die Deutung der Geschichte im Lichte Gottes. Und zwar die Deutung der Geschichte in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und deshalb lesen wir als Christen auch heute die Geschichte der Vergangenheit, weil in ihr Gott gehandelt und geredet hat. Und damit hat diese Geschichte auch eine Bedeutung für uns. Und diese Darstellung und Deutung der Geschichte ist das Wesen der Prophetie. Warum ist die Geschichte für die Bibel und damit für den Glauben so wichtig? Weil Gottes Handeln in der Geschichte für unser Leben grundlegend ist. Ich werde gleich ein paar Beispiele noch ausführen. Weil Gottes Handeln in der Geschichte für unser Leben grundlegend ist. Gottes Handeln gestern, die Wurzeln, sind grundlegend für unser Leben heute und morgen. Das ist das Bild vom Baum.
Und ein Baum kann ja nur so wachsen, wie stabil und gut die Wurzeln sind. Die Wurzeln sind etwa gleich ausladend wie das, was wir sehen. Und das gibt dem Baum den Halt, diese Wurzeln. Und wenn man meint, man könnte diese Wurzeln kappen, man bräuchte sie nicht, dann zerstört man im Grunde sein Leben selber. Und deshalb sind die Wurzeln grundlegend und wichtig für unser Leben. Ich nenne jetzt ein paar Beispiele. Und sehen Sie mir bitte nach, wenn 3/4 aus dem AT sind. Das AT ist auch ja etwa 3-mal so umfangreich wie das NT. Nicht? Von daher ist jetzt auch bei den Beispielen 3:1 ist extrem biblisch. Erstes Beispiel, Schöpfung und Sündenfall. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da könnten wir auch übersetzen, am Anfang schuf Gott alles, denn Himmel und Erde ist alles. Außer Gott selber ist Himmel und Erde alles. Das von Gott Geschaffene ist dem Menschen vorgegeben. Das ist jetzt im Großen dasselbe wie das, was ich vorher sagte im Blick auf mein Leben. Nur viel grundsätzlicher und für alle. Das von Gott Geschaffene ist dem Menschen vorgegeben. Und das von Gott Geschaffene, Himmel und Erde, das Universum, alles, bildet einen Organismus, eine organische Einheit und damit einen Zusammenhang zwischen den Geschöpfen. Ich nenne ein paar Dinge. Die ersten Geschöpfe sind Zeit und Raum. Unser Leben ist ohne Zeit und Raum überhaupt nicht denkbar. Indem ich hier heute im Raum Stuttgart bin, bin ich nicht im Raum Hamburg. Indem ich heute Morgen hier bin, bin ich heute Morgen nirgends anders. Wir Menschen können Zeit und Raum in der Regel nur einmal belegen. Die Technik spiegelt ein wenig einen Wahn vor. Wir könnten omnipräsent sein, aber das halte ich inzwischen für einen Wahn. Zeit und Raum. Pflanzen und Tiere. Ich habe hier in Klammer geschrieben, Nahrung. Also egal, ob Sie nachher Gemüse essen oder Fleisch, damit Sie weiterleben können, müssen Sie essen. Also wir haben einen kleinen Spielraum zu entscheiden, was wir essen. Aber wir haben nicht den Spielraum, ob wir essen. Das ist vorgegeben durch den Schöpfer. Mann und Frau, unser Geschlecht, vorgegeben, grundlegend am Anfang bei der Schöpfung und dann bei jedem von uns persönlich. Also ich betone hier bewusst die Vorgaben für unser Leben. Und diese Vorgaben, das ist der Glaube, den uns die Bibel vermittelt, ist vom Schöpfer so geschaffen und gewollt. Und hier ist unser Spielraum verhältnismäßig klein. Also es wurde mir immer bewusster, nicht? Vor allem in der Jugend war ja immer die Entscheidungsfrage, nicht, was soll ich tun und machen und so weiter. Und mit der Zeit wurde mir immer klarer, natürlich haben wir Entscheidungsspielräume, aber sie sind doch relativ begrenzt. Vorgaben des Schöpfers. Und dann noch einen Punkt, den kann ich heute Morgen leider gar nicht ausführen. Eine Bestimmung des Menschen von Anfang an. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. Das ist nun eine Sache, die können wir naturwissenschaftlich nicht untersuchen. Nicht die anderen Dinge, da können wir auch wissenschaftlich Untersuchungen machen. Das ist eine Bestimmung Gottes, dass Gott die Menschen wollte als Ebenbild Gottes. Und ich sage nur einen Aspekt, was das bedeutet, nämlich, dass Gott
dem Menschen eine Herrschaft gibt über seine Schöpfung. Und das halte ich für einen ganz gewaltigen Aspekt. Ja? Gott händigt uns seine Schöpfung aus und macht uns damit zu Mitarbeitern an seinem Werk. Das war das erste Beispiel. Der erste Teil der Geschichte ist der Schöpfungsakt Gottes. Und hier stoßen wir schon auf Grundlagen für unser Leben, auf die grundlegenden Wurzeln unseres Lebens, und zwar von Anfang bis zur Gegenwart. Nun hat dieser Teil leider auch noch einen anderen Aspekt, nämlich schon im dritten Teil wird die Geschichte vom Sündenfall erzählt. Gott als der Schöpfer des Menschen gibt Gebote und erwartet Gehorsam. Wir haben ja in diesen ersten Kapiteln noch ganz spärlich die Gebote. Das erste Gebot ist: Seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde. Und das zweite Gebot ist, den Garten Gottes zu bebauen und zu bewahren. Und dann kommt ein ganz großzügiges Gebot von Gott, nämlich: Ihr dürft essen von allen Bäumen im Garten. Und die hebräische Formulierung legt nahe zur Übersetzung: Ihr dürft reichlich essen. Und dann ein Verbot: Nur von dem einen Baum sollt ihr nichts essen. Der Mensch entspricht dieser Erwartung Gottes nach dem Gehorsam nicht. Und ab diesem Tag, ab 1. Mose 3, prägt die Sünde auch die Menschheitsgeschichte. Die Menschheitsgeschichte ab 1. Mose 3 ist auch eine Sündengeschichte. Die ersten Erzählungen der Bibel in der sogenannten Urgeschichte sind Sündengeschichten. Brudermord, Vorgeschichte der Sintflut, Turmbau zu Babel, Sündengeschichte. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, das ist bis heute so. Die Weltgeschichte auch, nicht nur, aber auch eine Sündengeschichte. Mein Leben nicht nur, hoffentlich nicht nur, aber auch eine Sündengeschichte. Bis heute. Das zweite Beispiel. 1. Mose 12, 1 bis 3, die Berufung und Sendung Abrahams und die Verheißungen an Abraham. Ich sage, die Schaffung der Heilsgeschichte. Gegen die Wirklichkeit, die uns 1. Mose 3 bis 11 zeigen, dass die Menschheitsgeschichte auch eine Sündengeschichte ist, ergreift Gott Gegenmaßnahmen. Und das erste ist die Berufung und die Verheißungen an Abraham. In die Geschichte hinein schafft jetzt Gott etwas Neues durch die Berufung Abrahams. Ich habe jetzt bewusst gesagt, schafft Gott etwas Neues in die Geschichte hinein. Die Geschichte geht grundsätzlich weiter wie die Urgeschichte. Und hier hinein beginnt etwas Neues. Gott beruft Abraham, und das, was Gott Abraham verheißt, gliedert jetzt die Menschheitsgeschichte in zwei große Abschnitte. Ein Wort, in der Bibel nur drei Verse, strukturiert aus göttlicher Perspektive die Menschheitsgeschichte. Das finde ich an den Verheißungen so beeindruckend. Also Matthias gefragt, warum AT Geschichte? Ein Wort Gottes vor etwa 4000 Jahren gesprochen,
gliedert aus göttlicher Perspektive die Geschichte von Abraham bis heute. Nur ein kurzes Wort. Was sind die Gliederungsmerkmale? Zunächst die Verheißung an Abraham, ich mache aus dir ein Volk und ich gebe dem Volk Land. Das sind die Verheißungen für die Israel-Geschichte. Natürlich jetzt nur eine Verheißung herausgegriffen. Das Alte Testament konzentriert sich dann auf die Israel-Geschichte, wobei ich natürlich nicht verschweigen will, dass es hier schon Gucklöcher hat in eine größere Zeit und in eine größere Verheißung. Aber das Alte Testament, das ist so, ist konzentriert auf Israel. Das ist der Schwerpunkt. Und dazu gehört die Verheißung von Volk und Land. Und sehen Sie es mir nach, dass ich in dieser Predigt nicht auch noch auf die aktuelle Situation eingehen kann. Ich persönlich bin überzeugt, dass diese Verheißungen für Israel bleiben. Aber dann haben wir an Abraham die Segensverheißung und durch dich sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Und das Neue Testament zeigt auf, das ist jetzt die Erfüllung durch die Jesusgeschichte. Damit ist die Israelgeschichte nicht aus. Aber es kommt jetzt zur Gemeindegeschichte seit Jesus. Jesus sendet seine Jünger zu allen Völkern. Gemeindegeschichte, Segen für alle. Mit Jesus gekommen und umgesetzt und die Jünger gesandt. Vor einigen Jahren war Christustag im Stadion, großer Christustag, und da war ja das Thema Teil seiner Geschichte. Wir sind Teil seiner Geschichte. Durch die Jesusgeschichte, durch die Sendung zu allen Völkern, durch die Ausweitung von Israel zu den Völkern sind wir Teil seiner Geschichte. Das dritte Beispiel und damit das letzte Beispiel aus dem Alten Testament. 2. Mose 20, Vers 2 und 3. Die Inhalte der Offenbarung. Ich habe vorher gesagt, die Menschheitsgeschichte ist seit 1. Mose 3 eine Sündengeschichte bis heute. Aber eben nicht nur. Ich habe den Begriff der Heilsgeschichte genannt. Oder jetzt Offenbarung. Die Menschheitsgeschichte ist auch eine Offenbarungsgeschichte, weil eben Gott in die Geschichte hinein handelt und spricht. Ich habe hier den Anfang des Textes, der bei uns als die 10 Gebote bekannt ist. Die ersten zwei Verse. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Haus der Knechte geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Auch hier wieder ein Text mit nur zwei Versen, aber was da drin steckt. Ich gliedere folgendermaßen, was hier drin steckt. Erste Aussage, wer ist Gott? Ich bin der Herr, dein Gott. Zweite Aussage, was Gott tut? Ich habe dich aus Ägypten geführt, aus dem Haus der Knechte. Dritte Aussage, was Gott will? Nämlich jetzt die Gebote, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dieser Text ist meines Erachtens viel ausführlicher wie nur die Einleitung zu Geboten. Mit diesem kurzen Text, meine ich, kann man die gesamte biblische Offenbarung fassen. Warum jetzt im Zusammenhang mit der Geschichte? Ich bin der Herr, dein Gott. Gott offenbart sein Wesen in der Geschichte Israels und natürlich Höhepunkt in Jesus Christus. Aber eben in der Geschichte Israels offenbart er, wer er ist. Und ein Beispieltext
Wer Gott ist, wäre dann 2. Mose 3, wo Gott seinen Namen erklärt mit dem Ich bin, der ich bin. Dazu wäre viel zu sagen. Aber er offenbart dies in einer Begegnung mit Mose, sprich in der Geschichte. Was Gott tut, er führt Israel aus Ägypten. Ein Handeln in der Geschichte. Und was Gott will, er offenbart seine Gebote schwerpunktmäßig am Sinai. Ich sage noch einmal, deshalb ist das ein Lieblingstext von mir. Ich meine, mit diesen 3 Sätzen kann man die gesamte Offenbarung Gottes fassen. Und lieber Matthias, wenn ich noch eine Theologie schreiben würde, was ich nicht vorhabe, dann muss ich auch lesen. Ich würde sie so gliedern. Und ich bin zutiefst überzeugt, die ganze Bibel lässt sich hier eintragen. 4. Beispiel, Neues Testament, die Jesus-Biografie. Gott geht in seinem Sohn Jesus sichtbar ein in die Geschichte. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gehört Zeit. Hineingeboren in eine Familie. Und an einen bestimmten Ort. Gott geht in seinem Sohn Jesus ein in die Geschichte. Und jetzt gehe ich noch einmal der Gliederung von vorher entlang und wende sie auf Jesus an. Wer Jesus ist, der Sohn Gottes, der vom Vater kommt und vor der Menschwerdung nach dem Anfang des Johannesevangeliums in des Vaters Schoß war. Auch Johannes 1, Höhepunkt der Offenbarung. Höhepunkt der Offenbarung. Jesus beschrieben als das Wort. Das Wort ward Fleisch. Die Propheten im Alten Testament hatten das Wort. Jesus ist das Wort in Person. Und deshalb die schlechthinige und abschließend verbindliche Offenbarung Gottes. Deshalb lasst uns einen Schrei für Jesus tun. Was Jesus tut, natürlich jetzt nur in einem Satz. Er rettet aus Sünde und Tod. Jesus macht der Sündengeschichte ein Ende. Und das, was wir erleben in Sünde in unserem Leben und in dieser Welt, sind Nachhutgefechte. Die Sündengeschichte ist schon getragen und besiegt. Das Ziel ist das Heil. Neuer Himmel und neue Erde. Und was Jesus will, lass mich auch hier nur eines herausgreifen. Jesus will die Sendung zu den Völkern. Mit Jesus beginnt heilsgeschichtlich die Entgrenzung, die Gott selber verfügt hat für einen Zeitraum in der Geschichte. Die Entgrenzung mit der Konzentration auf ausschließlich Israel ist beendet. Jesus sendet zu den Völkern. Und das halte ich für den wichtigsten Auftrag für die Gemeinde. Nebst vielen Geboten kein Thema, aber das halte ich für den wichtigsten Auftrag. Und ich meine, dass dieser Auftrag bleibt bis in die Gegenwart. Und die Apostelgeschichte zeigt, wie die erste Generation der Christen diesen Auftrag unter schwierigen Bedingungen angenommen und ausgeführt hat. Als Vorbild und Beispiel für uns.
Was Jesus für diese Zeit setzt zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft, ist die Sendung zu den Völkern mit der Verkündigung des Evangeliums. Durch die Verkündigung des Evangeliums entsteht Glauben. Und durch Glauben entsteht die Gemeinde. Das ist Gottes Ziel, Gottes Bestimmung für unsere Zeit. Und ich wünsche mir sehr, dass diese Bestimmung bei uns nicht nachlässt. Und dass wir diesen Auftrag erkennen und annehmen und umsetzen. Mit den Gaben, die Gott uns dafür gibt. Bis eben Gott selber durch die Wiederkunft Jesu diese Zeit beendet. Diese Zeit, in der wir jetzt sind und leben. Ich komme zum Schluss. Die von Gott geschaffene Geschichte bestimmt und trägt unser Leben. Unser Leben hat Wurzeln. Aus diesen Wurzeln können wir heute und morgen wachsen und leben. Ich bete mit uns. Allmächtiger Gott und Vater, du bist der Herr dieser Welt, ihr Schöpfer, und das nicht nur am Anfang, sondern durch die ganze Geschichte hindurch. Du bist der Herr der Geschichte, du hast Inhalte bestimmt für diese Geschichte. In die Geschichte von Schuld und Vergänglichkeit hast du eine Heilsgeschichte hineingepfropft, mit der Verheißung an die Väter, mit der Geschichte deines Volkes Israel und mit dem Kommen deines Sohnes. Wir bitten dich für uns, dass wir erkennen, wie sehr diese Geschichte und damit du selbst unser Leben trägt und prägt. Wir bitten dich, lass uns unsere Wurzeln erkennen. Gib, dass wir unsere Wurzeln nicht kappen und dass wir auf dem Boden dieser Wurzeln wachsen und leben nach deinem Willen. Amen.